Ja, es geht um den YouTuber Jo Olli. Er ist jetzt heute gab es eine Verhandlung beim Gericht. Es wurden auch Zeugen geladen, beziehungsweise wie gesagt, die Opfer, also die Mädels, die von ihm wie es heißt, wohl oder übel misshandelt wurden, beziehungsweise missbraucht oder vergewaltigt, wie auch immer. Und die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen. Es ist ein ziemlich harter Prozess für Jolli, muss ich sagen. Ich persönlich, wie ich das jetzt verfolgt habe, weil man muss ja auch alle Dinge betrachten, ist so, dass ich ihn als in seinen Videos als lustigen, lockeren Typen kennengelernt habe. Es gibt sicherlich draußen auch Typen, die so sind, die auch auf Partys wirklich die Frauen oder andere auch schlimmer, noch in schlimmer Art und Weise, wie er das getan hat in seinen Videos, belästigen und anpacken. Ich selber wurde auf einer Party hart angepackt, von einer Frau geschlagen. Das war allerdings eine Frau. Die hat richtig zugeboxt, die hat an mir gezerrt und gerissen. Meine Arme waren hinterher rot und blau. Sie hat sich nicht entschuldigt und wahrscheinlich war sie auch besoffen. Trotzdem hätte sie das nicht machen brauchen. Ich hatte meinen VIP-Platz. Ja. Den hat Jo Olli jetzt auch im Gerichtssaal. Die Kameras mussten draußen bleiben und Jo Olli hat auch stattgegeben, dass die Öffentlichkeit draußen gehalten wird. Nur das Urteil wird öffentlich, so der Richter. Es stehen 15 Jahre jetzt auf dem Plan. Da muss ich mich natürlich fragen, gut, es gibt weitaus schwerere Verbrechen in Deutschland, die weniger Jahre bekommen haben. Die haben teilweise 5 bis 10 Jahre nur bekommen. Klar ist Vergewaltigung böse und klar, er hat eine Matratze mitgehabt in seinem Auto. Aber ob das alles nun so wirklich stattgefunden hat, das weiß kein Mensch. Das wissen nur diejenigen, die mit im Auto waren und er selbst. Deswegen, also 15 Jahre ist natürlich schon hart. Wie seht ihr das? Ich will das einfach ganz neutral hier. Ich möchte auch niemanden angreifen und ich möchte auch nicht das beschönigen. Aber er hatte seine gewisse Bekanntheit und nun gut, die Mädels sind ja auch freiwillig mitgegangen. Nun muss man sich da fragen, ob die Eltern auch ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, wenn die Mädels so 13, 14, 15 jetzt Jahre alt waren. Das muss man natürlich auch hinterfragen. Vielleicht wussten sie aber auch nicht, was auf sie zukommt. Sicherlich hat er die Bekanntheit ausgenutzt, aber es gibt viele Promis, die das machen. Das ist nun mal so. Das machen auch nicht nur Jo Olli, sondern das machen bestimmt auch andere YouTuber. Ich würde es jetzt nicht so machen, aber es ist ein anderer Fall. Wie gesagt, natürlich, Jo Olli hatte 300.000 Abonnenten, das ist ziemlich viel und die meisten davon Mädels. Und die sind so, wie das jetzt natürlich aussieht. Er hat sie ja nicht zu Hause eingefangen mit dem Lasso und hat sie dann gefesselt und geknebelt. Das hat er nicht. Sie sind freiwillig gekommen. Da muss man also, wie gesagt, auch nochmal schauen, wie viele Jahre das gibt in Wirklichkeit und wie schwer die Straftat nun ist. So, was meint ihr? Ich muss ehrlich sagen, also meine persönliche Meinung ist dazu, natürlich ist es schlimm, jemanden zu vergewaltigen, aber wenn man das wirklich so groß aufbauscht, wie da jetzt das einer getan hat oder wie die Leute jetzt tun, hätte man das schon längst viel früher machen müssen und nicht erst, ja, wir machen jetzt mal ein Video über Jo Olli ist scheiße, Jo Olli macht Kissing-Pranks, Jo Olli baggert Minderjährige an, sondern wirklich von vornherein, ey, Jo Olli, hör mal zu. Und ja, gut, er hat nicht gehört, er hat sich auch nicht an das Verbot gehalten, dass er nicht mehr in die sozialen Medien geht. Aber es ist auch schwer, da rauszubleiben, weil es ist ja auch das Leben und das bestimmt das Leben mit. So, also, wie findet ihr das? Wie viele Jahre würdet ihr sagen, kriegt ihr Olli? Findet ihr überhaupt, dass er jetzt so eine große Straftat begangen hat? Stimmt es wirklich, was die in Anführungsstrichen jetzt mal, sage ich mal, Opfer sagen? Stimmt es, was da passiert ist? Oder wollte Jo Olli einfach nur auf dem Parkplatz ein Nickerchen machen? Bitte einmal hier in die Kommentare. Vielen Dank.